Hallo und willkommen zu einer blockierten Szene in Trails of Cold Steel 3. Oh, wie ich sehe, haben wir so langsam Ground Zero erreicht, also das Gebiet um die Karel Villa, den Gral von Erebus, die Krypt der So Verdammnis, that's the oder? Grawl of Erebos. Ja, das ist also der Gral von Erebus, ein riesiges Ei. Aber bevor wir uns über den Gral unterhalten, möchte ich mich noch über eure Kommentare unterhalten. Ach so, und genau, bezüglich Kommentare, ja. Was spielen wir hier eigentlich? Ja, wir spielen Trails of Cold Steel. Was heißt das eigentlich, Trails of Cold Steel? Naja, ich meine, ich habe das ja schon mal erwähnt im ersten Teil. Es gab ja die Spiele Trails in the Sky, da ging es darum. Da drehte sich sehr viel um Luftschiffe. Sphärotechnologie, und dann haben die Leute halt Luftschiffe gebaut. Und deshalb die Spuren im Himmel, die da hinterlassen wurden, die Pfade, das sind alles Sachen, die sich auf die Luftschiffe beziehen. Und Erebonia hat sich ja mehr auf das Eisenbahnnetz konzentriert. Da gibt es dann ein riesiges Schienennetz, was das Land durchzieht. Und da könnte man halt sagen, das sind die Trails of the Sky. Trails of Cold Steel, die wir da sehen. Züge stehen ja im Mittelpunkt. Dann wurde ich aber in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht. Um was geht es jetzt hier eigentlich gerade? Es geht doch um die Septerions. Einmal von Erde und Feuer, die sich verschmolzen haben zu einem Septerion des Stahls. Also könnten auch Trails of Cold Steel bedeuten die Spurensuche nach diesem Stahl-Septerion. Sorry, ich musste kurz unterbrechen. Ja, also hier ist ja, steht das Septerion des Stahls dann im Mittelpunkt, und deshalb heißt dieses Spiel möglicherweise auch so. Das kann Zufall sein. Es kann auch sein, dass sich die Entwickler schon von vornherein gedacht haben, Mensch, das steht hier im Mittelpunkt, also nennen wir das Spiel auch entsprechend so. Das muss jeder wohl für sich selbst beurteilen. Meine Meinung ist, dass ein Künstler, insbesondere ein Musiker, ein Texter, seine Texte immer so anlegt, dass sie mehrere Bedeutungen haben können. Sodass unterschiedliche Hörer etwas Unterschiedliches bei der Musik empfinden, bei dem Text, den sie dazu hören. Und deshalb wird das Stück dann halt auch gut. Weil, also für viele Leute gut, weil der eine das eine interpretieren kann, der andere das andere. Und deshalb tut ein Künstler auch gut daran, nicht zu erklären, was er sich denn genau dabei gedacht hat. Denn ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und so ist es auch in unserem Auge zu betrachten, was haben sich die Entwickler hier bei dem Namen gedacht. Und ich finde es einfach einen schönen Bogen, eine schöne Schienenkurve, die hier geschlagen wurde. Dann hat der Kommentarschreiber, vielen Dank nochmal hierfür, auch erwähnt, dass die Primal Grounds, also das, was unter der Kathedrale ist, das, was jetzt zugeschüttet wurde mit Steinen, also die Gründe des Ursprungs, könnte man sie vielleicht nennen, dass die im dritten Teil von Trails in the Sky auch eine Rolle gespielt haben. Und auch ebenso die heiligen Bestien. Dann, was wurde noch erwähnt? Ja, dass Vita in der Folge 171 vom Großmeister gesprochen hat und dass wir nicht genau sagen können, handelt es sich um einen Großmeister oder um eine Großmeisterin. Weil, ja, der Meister bleibt der Meister. Das ist ja auch bei uns so, wenn jetzt einer seinen Meisterbrief hat, hat er keinen Meisterinnenbrief und so wird es da dann auch in dem Titel nicht auseinanderklamüsert, ist es jetzt männlich oder weiblich. Und die Tendenz geht wohl eher Richtung weiblich beim Großmeister. Dann wurde nochmal erläutert, in der letzten, also in dieser Folge
172 jetzt wiederum, zu der ich die Kommentare noch nicht gelesen habe, gab es ja diese dunklen, schattenhaften Wesen, die wir kurz gesehen haben. Und eins, wo ich noch sagte, die waren ganz schön unangenehm im Kampf. Die haben wir bekämpft in Trails of Cold Steel 1. Und in Trails of Cold Steel 2 haben wir dann ja so ein weißes Wesen bekämpft, wo ich diesen Kampf für unsinnig hielt. Und das hat jetzt aber rückblickend doch eine gewisse Bedeutung. Denn dieses schwarze und das weiße Teil waren wohl beides Teile des Erhabenen. Also so heißt ja das Stahlsepterion. Und daher wird es schon irgendwie einen Sinn gemacht haben, dass wir quasi diese, ja, diese Geisterwesen davon beide besiegen mussten. Aber das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen aufgeklärt. Ja, dann wird spekuliert, wer noch so alles von den Toten wieder auftaucht. Vielleicht war das alles nur ein Prank, dass Hamel doch gar nicht untergegangen ist. Und dann, ja, die Frage, warum haben sich die verschiedenen Interessensgruppen zusammengetan. Da wurde noch spekuliert, vielleicht haben die gar nicht das gleiche Ziel. Vielleicht mischt Ouroboros hier ja nur mit, um ja, das Stahlsepterion wieder auseinander zu klamüsern und an die ursprünglichen zu kommen oder vielleicht in den Besitz des Stahlsepterions zu kommen. Während der Kanzler halt das große Zwielicht einläuten will. Tja, dann wurde noch erwähnt, dass viele befreundete Kräfte jetzt natürlich zu unseren Gegnern gehören, wie Claire, Milium und so weiter. Wobei ich da noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob da nicht der eine oder andere noch die Seiten wechselt. Gut, ich denke, es bleibt spannend. The Karel Imperial Villa is completely gone. Die Karel Villa ist ja komplett weg. Yes, it's just like the Infernal Castle. Ja, es ist genau wie bei dem infernalen Schloss. Oh, das beruhigt mich, denn das infernale Schloss hat ja auch quasi den Kaiserpalast ersetzt. Der Kaiserpalast war danach ja aber noch da. Also ist das auch einfach so, dass das hier jetzt aus dem Nichts aufgetaucht ist, vielleicht aus einer anderen Dimension oder aus dem Untergrund. Aber so wie das hier aussieht, kann es auch sein, dass die Karel Villa nicht mehr existiert. Ja, und die Red Constellation, also dieses Jägerkorps, hat eine ganze Bataillon hier aufgefahren. Eine Bataillon sind normalerweise so 1000 Mann. The Ark Royale. Ja, der Zug, der Hauptstelle. And Ada and Fritz. So the main campus is on their side. Ada und Fritz. Also ist die Hauptstelle auf der Seite der ja, des Prinzen. Das hatte ich ja vermutet, aber Aurelia sagte ja, dass es an der Zeit wäre, dass die Hauptstelle und die Zweigstelle ihre Rivalitäten mal aufgeben müssten. You've arrived even earlier than I thought you would. Ihr seid ja noch eher da, als ich dachte. George. I expected to see Abyss there with you, but it seems you have a spectacular lineup even without her. Eigentlich hätte ich ja gedacht, dass die Abyss auch mit euch wäre, also Vita Clotilde. Aber auch so scheint ihr einen spektakulären Auftritt zu haben. Also viele wichtige Leute, die euch da begleiten. Class 7. I knew you'd come. Klasse 7. Ich wusste, dass ihr kommt. Ja, ja, wir wussten es auch. Danke. Oh, und er hat jetzt seine eigene Kampfhülse aus Kupfer. George. Why? One of the gnomes, and Ouroboros is full.
Einer der Gnome, also George. Und dann Campanella, der Fool von, oder der Narr von Ouroboros. Your struggle is pointless. Ja, eure Anstrengungen sind vergebens. This is all our Lord's will. Das hier ist alles der Wille unseres Lords. Dass jemand, der schon 250 Jahre alt ist, jetzt mal sagt, komm, wir müssen mal was verändern, kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Aber ob das zum Wohle aller ist, wage ich zu bezweifeln. Please don't think ill of us. Denke bitte nicht schlecht über uns. The Stall Ritter. They've poured every resource at their disposal into guarding this place. Sie haben alles aufgefahren, was sie haben, um diesen Ort zu bewachen. Well, boss's orders. You know how it is. Ja, Leute, ihr wisst ja, wie das so ist, ne? Befehl vom Chef. If you wish to get past us, you had better be prepared. Wenn ihr an uns vorbei wollt, dann seid ihr besser gut vorbereitet. Ja, wahrscheinlich haben wir dann die nächsten 10 Folgen jetzt Kämpfe, um uns hier durchzubalgen. Nein, ich denke, wir werden das irgendwie aufteilen. I will do all I can to serve Miss Orlando. Ich werde alles tun, was ich kann, um Frau Orlando zu unterstützen. Also die Rothaarige mit der Kettensäge, ihr erinnert euch. Sino, Leo. So the two biggest Jäger Corps are working together. Jetzt arbeiten die beiden größten Jägerkorps auf einmal zusammen. By His Highness's will. Wir erfüllen den Willen seiner Hoheit. Instructor Reen, Class 7, we will stop you here. Ausbilder Reen, Klasse 7, wir werden euch hier und jetzt stoppen. What's wrong with them? There's no way this is okay. Was stimmt denn mit denen nicht? Das ist doch so nicht in Ordnung. Ja, Juna, und genau das denkt die andere Seite auch jetzt gerade über uns, über Klasse 7. Was stimmt denn mit Klasse 7 nicht, denken die sich? Warum wollen die uns diesen sinnvollen Plan nicht umsetzen lassen? Warum sabotieren die hier alles? Good or bad, they're still Erebonians. Ob sie nun auf der guten oder schlechten Seite stehen, es bleiben doch Erebonianer. It's difficult for them to defy the Chancellor or the Crown Prince. Ja, es ist einfach schwierig für die, sich den Willen des Kanzlers oder des Kronprinzen zu widersetzen. Rose, Instructor Thomas, is there a way to get past that barrier? Rose, Ausbilder Thomas, gibt es eine Möglichkeit, die Barriere zu durchdringen? It will be extremely difficult, even with the help of your Divine Knight. Das wird unglaublich schwierig, selbst mit der Hilfe deines Divine Knights. But if I were to combine my spells with this twerp's partitions. Aber wenn ich meine Zauber mit denen von Thomas verbinde, we may be able to manage it. Dann könnte es klappen. Grandmother! So you're going to open a path for us then. Ja, ihr werdet also einen Pfad für uns öffnen. It seems that's our best bet. Ja, das ist unsere beste Chance. I will leave the rest to you, young ones. Und den Rest überlasse ich euch dann. Emma, Celine, see to the teleportation spell. Emma, Celine, ihr kümmert euch um den Teleportationszauber. Ach so, hier wird jetzt quasi ein Loch in die Barriere geschnitten, wo wir nicht durchteleportieren könnten. Und dann können wir uns durchteleportieren. Das heißt, vielleicht müssen wir gar nicht gegen so viele Leute kämpfen. Yes, got it. Are they seriously gonna fight us? Wollen die wirklich gegen uns antreten, fragt sich die Valley. If this lineup didn't scare them off, they got some serious balls. Wenn unser Line-Up die nicht einschüchtert, na, dann haben die ganz schön Mut. They're coming. No way! They aren't just going to give up. Tja, aufgeben werden sie jedenfalls nicht so einfach. Ach, zum Glück sind hier zwei Gleise. Aber das war jetzt auch im Hintergrund der Sinn. Warum sind wir damals mit dem Zug vom Heimdaller Hauptbahnhof hier zur Karel Villa gefahren? Einfach um nochmal zu zeigen, dass es da auch ein Schienennetz gibt.
Ha! Guess we got here in time. Ah, sind wir noch rechtzeitig gekommen. Ja, gerade so. Teotot, you made it! Yes, I hitched a ride. Ja, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit. Agate! Where's Shira and the others? Agate, wo sind denn Shira und die anderen? We were in a pretty rough spot, but she chewed me out and sent me ahead. Ja, wir hatten mit kleinen Problemchen zu kämpfen. Sie hat mich schon mal vorgeschickt. Ask me what the hell I'm good for if I'm not by your side at a time like this. Frag mich, ob ich überhaupt zu irgendwas gut wäre, wenn ich jetzt in dieser Stunde nicht an deiner Seite wäre. Agate and Tita. Agate und Tita. Sitting in a tree. Sitting in a tree. Das ist ein Kinderlied, was ich nicht kenne. K-I-S-S-I-N-G. Okay, selbst Vieh kennt dieses Lied und ich nicht. Okay, also... ach so, hier auf Deutsch wäre das wahrscheinlich bla bla bla, sind ein verliebtes Ehepaar oder sowas. Gab es auch mal so einen Kinderreim. Ja. Shut the hell up! Well, now that we've gone and shattered all the tension. Ja, da haben wir doch die Spannung schön gelöst. All the players have taken the stage. Alle Spielfiguren sind auf Position. Let us begin. The two of us will take on the members of Ouroboros. Wir beiden kümmern uns um die Mitglieder von Ouroboros. What nonsense! Blödsinn! No, the Second Dominion will be more than sufficient as an opponent. Ja, doch, doch. Der Second Dominion wird ein würdiger Gegner sein, mehr als das. Not to mention the Crimson Witch. We should assume she's as strong as the Second Anguis, if not more so. Um nicht auch noch die karmesinrote Hexe zu erwähnen. Wir können davon ausgehen, dass sie genauso stark ist wie der Second Anguis, also Vita, wenn nicht sogar stärker. Alrighty then, we'll take care of Heavy Blade. Okay, wir kümmern uns um Heavy Blade, also Agate. I am curious to see the power of the ZCF's latest armament. Oh, und ich bin mal neugierig, was die letzte Bewaffnung von ZCF so zu bieten hat, also die Rüstung von Tita. We shall engage the young master, the daughter of the foundation and the RMP major. Alles klar. Dann stellen wir uns mal dem jungen Meister, der Tochter der Stiftung und dem Major der Bahnpolizei. Also ja. Okay, wir werden sehen. Then I'll take. Ja, dann kümmere ich mich mal um. Thor's Branch Campus. Alongside our allies, we'll begin our operation to secure the Graal of Erebos. Yes, ma'am. Thor's Military Academy's main campus. We move as well. We will now begin our interception of the branch campus. Yeah! Yeah! Okay, die wollen uns aufhalten. Wisst ihr noch, wie im ersten Teil von Trails of Cold Steel auf einmal die Mecha-Kämpfe am Ende noch eingeführt wurden? Und es wäre lustig, wenn in diesem Teil jetzt noch so ein Strategie-Part eingeführt werden würde. Since when were you a part of the Black Workshop? And where's Angie? Seit wann bist du beim Black Workshop und wo ist Angie? Schon von Anfang an. Copper Georg. Way before I was even the professor's apprentice. I was born into the gnomes. Noch bevor ich der Angie, Lehrling she's dead. Des Professors That's a lie. Wurde, war ich schon bei den Gnomen. Und Look, Angie Quinn, ist tot. Nein, das ist doch gelogen. I know Angie, Crow, and you better than anyone. Angie, Crow und dich kenne ich doch besser als jeden sonst. Your headquarters, don't you? Ihr habt sie doch bestimmt There's nur weggesperrt. No way someone like you, someone who helped Crow would let Angie die. Du hättest doch niemals Angie sterben lassen. If you know me so well,
Then I'm sure you're expecting this, right? Wenn du mich so gut kennst, dann erwartest du sicherlich dieses hier, oder? Toa! Not today! Rain! Everyone! Now's your chance! Everyone synced up. We're ready to move now. Alles synchronisiert. Wir können uns bewegen. Why the rush? Warum die Eile? Prepare yourselves. That's our line. Back down. We won't let you pass. Wir lassen dich nicht durch. Ja, was ich eben ausführen wollte, dass wir jetzt vielleicht noch, was ich später ausführen werde, werden wir dann sehen. Wings, take us this. Tja, ne, gibt keinen Kampf. Wow, jetzt sind wir natürlich auch von der Außenwelt abgeschnitten. Also ich glaube, einkaufen wird jetzt schwierig. I'm certain they'll find a way to stop this somehow. Uh-oh. You've really done it this time. We'll make you pay for that. Was ich eben sagen wollte, wenn wir jetzt so einen Strategiepart noch kriegen würden, wo wir dann diese Truppenteile, unsere Klasse 8, Klasse 9, die Direktorin und so alles auf dem Schlachtfeld aufteilen und dann quasi nur die Figuren spielen. Die einzelnen Kämpfe werden gar nicht mehr gemacht, sondern es ist dann, ja, wie bei Spielen wie Langrisser oder was weiß ich, wo man dann auch nicht die einzelnen Kampfaktionen macht, sondern so seine Truppen auf dem Feld hin und her schiebt. Aber das wird ja hier nicht passieren. Wir haben uns jetzt einfach an den feindlichen Linien vorbeiteleportiert und sind jetzt wieder im Inneren der Karrelvilla. Sie war einfach eingehüllt in diese Eihülle. Inside that huge black egg. Das Innere dieses riesigen schwarzen Eis. Ach du, eieiei. Das erinnert mich aber schon ein bisschen an das Infernal Castle. Ja, Graal, Erebos, Top-Layer. Danach kommen natürlich noch Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I've never felt power like this before. Und ein bisschen erinnert mich das auch an, war das Stargazer's Tower in Trails in the Sky 1? Ich habe auch noch nie so eine Kraft gespürt wie hier. Yes, it's far beyond that of the Infernal Castle. Es geht noch weit über das hinaus, was wir da im infernalen Schloss erlebt haben. Pretty big too. Could be a 500 arch drop. Und geht ganz schön tief runter hier. Das könnten 500 Meter sein. Yes, based on the echoes, I would guess that's about right. Ja, nach dem Echo zu urteilen, würde ich das auch so sehen. Let's go. Okay, auf geht's. I'm certain they're waiting for us. Ja, ich bin sicher, sie warten schon auf uns. I believe you're right. Ja, da könntet ihr durchaus recht haben. Ouroboros's Anguis and Enforcers, as well as their allies, the Gnomes, and... Die Anguis von Ouroboros, ihre Enforcer, ihre Verbündeten, die Gnome und... The Iron Bloods. Ja, auch die Iron Bloods. Unfortunately. Unglücklicherweise. But we need to go anyway. Tja, da müssen wir durch. Yeah, we can't stop no matter who's waiting for us. Wir könnten jetzt nicht aufhören, ganz egal, wer so auf uns wartet.
We must press on together, as Class 7. Wir müssen weiter voranschreiten, gemeinsam als Klasse 7. Yes, so we can live our lives in peace. Ganz genau, damit wir auch später noch ein Leben in Frieden führen können. And stop them from ending the world. Und damit wir das Ende der Welt aufhalten. Elisa. That's right. We won't allow them to succeed, no matter what. Man sagt natürlich auch, ein Ende ist immer ein neuer Anfang. Das ist ja das Ende unserer bekannten Welt. Wir wissen, wir haben eigentlich noch zu wenig Informationen, um zu sagen, in welche Richtung würde sich das denn entwickeln. Aber allein wenn wir jetzt mal gucken, wie ist hier die ganze Sachlage so gewesen, also bevor Trails of Cold Steel 1 begonnen hat, da hat sich das doch eigentlich ganz gut gelebt in Erebon, ja. Und deshalb gibt es ja überhaupt keinen Grund, das hier jetzt zu verändern. Und das kann eigentlich ja nur schlechter werden, was jetzt durch dieses Great Twilight ausgelöst wird. Looks like you're all revved up and raring to go. It's a shame we couldn't get everyone in here, but we'll just have to figure things out as we go. Ja, schade, dass wir nicht alle Leute hierher reinbekommen haben, aber wir müssen halt mit dem Personal hier klarkommen. Ja, du Sarah, ich bin ganz froh, dass nicht alle 20, 30, 40, 50 Leute hier jetzt sind. That's right. What awaits us here is our ultimate battle, but there's no need to be afraid. We've all trained for over 2 years, each of us honing our skills. Together, there's nothing the United Class 7 can't overcome. We will halt the Great Twilight. We will rescue Altina. And on behalf of everyone out there who sent us off, we will all return alive, no matter what. Yeah! Ja, dafür haben wir 2 Jahre lang trainiert. Wir werden hier die Great Twilight aufhalten. Wir werden Altina retten. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben ja in dieser Videosequenz gesehen, dass Lecter, Claire, Milliam alle mitgegangen sind mit dem Kanzler und auf seiner Seite standen. Altina hingegen war aber bewusstlos und wurde getragen. Das heißt, sie ist ja nicht unbedingt freiwillig dabei. Und das ist ja noch ein Stückchen Hoffnung, was wir da haben. Während, ob sich Milliam nochmal für uns denn entscheidet, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Es wird ja noch eine große Aussprache geben, hoffe ich mal, zwischen den beiden Parteien, wo auch nochmal geklärt wird, warum die Leute das unbedingt so machen wollen, dieses Great Twilight auszulösen. Okay, gucken wir uns mal die Partyorganisation an. Wir können jederzeit ins Camp-Menü, das finde ich so fantastisch. Dass wir die Truppe wechseln können, wenn wir sehen, das läuft so oder so nicht. Wir können Charaktere aus der Reserve holen und so. Und Black Record 1 wurde jetzt geupdatet. Und das ist vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, Black Record 7 mal zu lesen. Das, vorher hatten wir noch gar nicht die Chance, das jetzt zu lesen, meine ich. Das ist jetzt das erste Mal. Auch Black Record 7 wurde geupdatet, ja. Das erste Mal seit mehreren Folgen, seit 1, 2, 3, 3,5 Folgen, dass ich wieder selbst die Steuerung hier übernehmen kann. Und da müssen wir leider erstmal lesen, aber ich denke, es wird eine interessante Geschichte sein, die wir hier lesen können. Wahrscheinlich, was wir schon gehört haben, aber naja. Gucken wir uns erstmal den Unterschied an von Black Records 1. Die haben wir schon mal gelesen. Gründung von Heimdall. Es sind auch nur 4 Seiten. Also nach dem großen Zusammenbruch hat Educator Arnor, also der Gründervater sozusagen der Kaiserfamilie, Heimdall als Basis, Operationsbasis ausgewählt. Da kennen wir ja. Es gab dann eine Zeit des Wiederaufbaus nach einer Katastrophenwelt, also nachdem alles zusammengebrochen war. Er wurde dann halt der erste Herrscher der Arnor-Blutlinie. Aber die Leute in Semuria hatten halt
quasi ihre Götter verloren. Die haben ja sonst diese heiligen Bestien da angebetet, oder die Septerions. Und durch die Kirche von Aidios haben die jetzt wieder einen neuen Glauben gefunden. Das ist übrigens natürlich auch noch ein krasser Punkt, wenn die Kirche jetzt hier natürlich das alles bewahren will. Vor dem großen Zusammenbruch hatte die Kirche nichts zu melden, da war alles... Da haben alle die Septerions angebetet und die heiligen Bestien. Und die Kirche möchte natürlich nicht ihren Machtstatus verlieren. Könnte also sein, dass die einfach sagen, nee, wir wollen hier keine neuen Wege gehen, wir wollen schön alles, dass es bleibt, wie es ist. Aber das glaube ich momentan nicht. Ich glaube schon, dass wir und die Kirche auf der Seite der Guten stehen momentan. Diese Kirche hat dann auch immer die Herrscher legitimiert, so wie es bei uns ja auch war. Unsere Könige und Kaiser waren ja immer von Gottes Gnaden. Die waren ja nicht irgendwie vom Volk bestimmt, sondern der Papst musste ja immer noch seine Zustimmung geben. Im Jahr 81 des septianischen Kalenders wurde die Kathedrale in Heimdall gebaut. Eine Bastion des Glaubens. Warte mal, das war jetzt nochmal. Achso, genau. Heimdall wurde auch im Jahr 81 gegründet und da wurde auch die Kathedrale gebaut. Bastion des Glaubens und da wurden auch die zukünftigen Kaiser gekrönt. Aber sie hatte noch eine weit bedeutendere Rolle. Der Öffentlichkeit gegenüber unbekannt wurde ein künstlicher Primal Ground erschaffen, also ein Grund des Ursprungs. Also dort ist irgendwas losgegangen. Und zwar ist es ein Duplikat des Primal Grounds, den es auch gibt unter Ateria, unter der kirchlichen Hauptstadt, die ja ganz weit im Osten liegt, also im Nordosten. Von hier aus gesehen liegt Ateria. Jedenfalls, die haben Primal Ground, wir haben jetzt auch einen. Und damit endeten dann die verzweifelten Jahre nach dem großen Zusammenbruch. Die Leute hatten zwar ihre Zivilisation verloren, aber hatten jetzt den Glauben, um das Ganze zu überstehen. Auf der Suche nach Licht. Aber 200 Jahre später wurde das Land erneut ins Verderben gerissen. Eine der heiligen Bestien ist verschwunden, gemeinsam mit dem Primal Ground unterhalb der Kathedrale. Und an demselben Tag hat dann der Dunkeldrache sein Miasma über Heimdall ausgeschüttet. Okay, und jetzt 7, das haben wir noch gar nicht gelesen. Oh, das ist die Jetztzeit. Noch mal durchgucken, hier haben wir 81, 527, 942. Das war hier ungefähr Löwenkrieg. Dann 994, da war der Kaiser halt schon ja, sehr alt. Dann hier die Salzsäulengeschichte aus dem Jahr 1178. Dann das Shutdown-Phänomen im Jahre 1203. Das war dann ja quasi die Sachen aus Trails in the Sky. Und dann hier unser Twilight. Zwischen Flammen und Erde begann die wabernde Dunkelheit ihre Geschichte vom Ende zu spinnen. Zuerst die Konflikte der großen Götter der zweiten Säule. Als zweites die Fusion von Erde und Flamme und das Erschaffen von 7 Gefäßen. Als drittes das Beginnen
der tausendjährigen Stadt und der Akzeptanz des Grals. Also den Gral gab es denn schon zur Gründung der Stadt und er wurde so akzeptiert? Verstehe ich das richtig? Als viertes das Verschwinden der heiligen Bestie und die Katastrophe des flüsternden Drachen. Okay, das war jetzt hier der Dunkeldrache, dieser vierte Abschnitt. Als fünftes die Zurückeroberung der Hauptstadt und der Karmesin, nein, nicht der Karmesinrote, sondern der, naja, halt der rote Fluch. Der scharlachrote Fluch, genau. Als sechstes dann der Löwenkrieg, jetzt sind wir schon 250 Jahre vor unserer Geschichte. Und das Opfer der Heiligen Maid, also Lyanne Sandlot, ist gestorben und irgendwie wieder lebendig geworden, wie auch immer. Als siebtes das Auftauchen der riesigen Säule im Norden und das ungewollte Kind. Ja, die Säule, das ist dann die Salzsäule da in Nordumbria gewesen. Und das ungewollte Kind, ist das das Zero Child oder? Also Kea Bennings? Ich weiß es nicht. Als achtes, das Opfer des Dorfes und die 100 Tage andauernde Kampagne. Also da geht es um Hamel und den 100-Tage-Krieg. Als neuntes, der große blaue Baum im Osten, also der Azure Tree. Und das Auftauchen des verfluchten Schlosses. Das ist also genau das, was wir im letzten Spiel alles erlebt haben. Und damit war dann der 1000 Jahre alte Wunsch erfüllt. Wenn nun das Opfer gebracht wurde und das alte Blut fließt, dann wird sich der Pfad zum Gral von Erebos öffnen. Ja, und der Pfad hat sich geöffnet. Wir sind quasi direkt beim Gral von Erebos. Wenn dann die befleckte heilige Bestie, also die verdorbene heilige Bestie, ist ja nicht mehr die von früher. Sie ist ja durch den Dunkeldrachen, nee, nicht durch den Dunkeldrachen, sie ist durch irgendwas anderes befleckt worden. Frag mich nicht, es war so viel Information. Der Dunkeldrache ist ja quasi nur ein Kind dieser befleckten heiligen Bestie. Also wenn diese heilige Bestie jetzt von der Klinge durchbohrt wird, von der Klinge des Endes der Welt und das Blut der heiligen Bestie den heiligen Gral ausfüllt, dann wird das große Zwielicht über das Land hereinbrechen. Ja, der heilige Gral ist ja nicht so ein Kelch, sondern es ist ja quasi, ja, ist das dieses gesamte Ei, kann man sagen, ist das der heilige Gral hier? Also müssen wir das jetzt beschützen? Wir werden sehen. Erstmal ausruhen. Sachen nachkaufen kann ich ja später noch. Ich versuche erstmal mit dem Kram auszukommen, den ich habe. Ich will nur einmal kurz gucken, was für Möglichkeiten ich hier habe. Gibt es hier noch irgendwelche neuen Sachen? Nein, das sind die Standarddinger. Slots haben wir alle voll, das gucke ich jetzt auch nicht mehr extra nach. Waffen. Können wir da noch irgendwas tun? Ich scroll mal kurz durch und gucke nur rechts. Ah, da würde sich noch was tun. Es kostet Unmaterial, sonst nichts. Von der Stärke würde ich sagen, das lohnt sich. Frage mich nicht, von dem das jetzt die Sachen sind. Aber das könnte der Bogen von Alisa sein. Den würde ich schon gerne mal verstärken. Alisa spielt eine wichtige Rolle in meiner Kampfstrategie. Kaelum, nicht so. Atropos Edge, das könnte. Pendragon, ja genau. Das ist Lauras Waffe. Die kriegt auch eine Verstärkung.
Ich habe ja nicht für alles U-Material. Disaster Bolt, das ist Machias bestimmt. Das ist Uses. Diese ganzen Routen hier, weiß ich nicht, von wem die sind. Sulfarion, das ist Vieh, die braucht auch eine Verstärkung. Longinus, ist das Gaius? Ich glaube, das ist Gaius. Kriegt auch eine Verstärkung. Das wäre ja jetzt entweder Altina oder Milium. Ist das schon ein kleiner Spoiler? Breath and Despair, keine Ahnung. Okay, und das wär's. Rest weiß ich jetzt noch nicht. Muss mal gucken. Wenn ich es denn brauche, kann ich es mir noch erschaffen. Gut, hier die Quarze. Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch tagelang farmen, bis man dann die super Ausrüstung hat. So, ich könnte hier auch noch Rüstung kaufen, wenn ich feststelle, ja, ich habe mich doch geirrt, ich brauche noch ein bisschen stärkere Rüstung. Aber so viel tut sich da gar nicht, wenn wir es bei den vier Hauptleuten mal gucken. Kurt könnte ich jetzt um 90 Punkte verbessern. Und hier 70 Punkte bei Muse und bei Duna sind sogar nur 20. Ja, also ein bisschen was wäre da noch rauszukitzeln, wenn ich feststelle, ich komme nicht zurecht. Master Quarz, ja. Einen habe ich ja leider verpasst, jetzt kann ich es ja sagen. Dadurch, dass ich kurz vor der Party nicht nochmal bei Kurts Mutter war und nicht mit ihr Karten gespielt habe, habe ich dann wohl einen Master Quarz verpasst. Ja, so ist das Leben, muss man durch. Das 5400er Ding. Brauchen wir das jemals noch? Wahrscheinlich nicht. Machen wir das mal so. Ansonsten haben wir noch Essenssachen, die wir dann stattdessen nehmen können. Da lasse ich das mal so. 500 EP kann schon was bringen. Ah, und aus Unmaterial können wir einen Black Silmarillion Ore Shard machen. Also das heißt, aus drei Ore Shards können wir einmal Black Silmarillion Ore machen. Und aus 150 U-Material könnten wir quasi auch ein Black Silmarillion Ore machen. Okay, dann werde ich mir das nochmal craften. Ich denke, mit den Shards alleine kann man ohnehin nichts anfangen. Okay, und das ist alles sehr teuer. Dann muss ich jetzt nochmal eben gucken, könnte ich jetzt hier noch was Neues machen, dadurch, dass ich dieses... Ja, das habe ich ja schon gecraftet. Ah, okay. Genau, ich könnte jetzt für andere Leute auch noch so eine Superwaffe craften. Dann müsste ich aber erstmal wissen, für wen ich das denn brauche. Das werde ich jetzt noch nicht machen. Okay, Exorb Settings. Okay. Von diesen Tränken, da habe ich ja einen Repair Stone mal eingesetzt in irgendeinem Mecha-Kampf. Achso, genau. Und die Truppe natürlich. Wenn ich jetzt Equip sagen würde. Also, okay, das sind die Leute, die uns zur Verfügung stehen. Sind es 13 Leute? Warum gerade 13? Oder kommt danach noch jemand? Nee. Ja, und ich muss hier nochmal eben was aufteilen. Warte mal. Jetzt in den ersten Kämpfen würde ich auch gerne, dass mehrere Leute nochmal CP bekommen. Kurt und Juna, die dürfen nochmal mit dabei bleiben. Und die werden dann später mal ersetzt. Ich will, dass alle unsere Leute ganz gut auf dem Damm sind.
Ach so, genau. Und Masterquarze. Da will ich doch das noch nutzen, dass wir ein bisschen was aufleveln können. Das ist okay, das ist okay. Ja, Lisa, mache ich nichts. Ja, ich weiß nicht. Genau, Deva ist Level 7 geworden. Katze braucht noch 1800. Ja, komm, nimm mal den. Support-Leute, da leveln die Sachen ja auf. Ne, okay, dann haben wir jetzt erstmal was. So, Skorpion-Mann. We'll end this quick. Zero Arts am Anfang. Oh ja, Mensch, die Quarze, die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Das mache ich alles mal in Ruhe nach der Folge. Ha! Oh, was mir gerade auffällt, genau, das ist nämlich schwarz hier. Wir haben jetzt gerade bei Lost Genesis gesehen. Das ist ja ein Space-Zauber. Nee, ein Time-Zauber. Und der ist schwarz. Und deshalb haben wir jetzt auch diese lila-schwarze Animation gesehen. Und das ist ja auch die Farbe, die Rian hat, wenn er seine Kräfte einsetzt. Und wir sehen auch bei Rian, wenn man sich seine Augments anguckt, also er hat schon immer diese Zeit-Septide. Dafür hat er immer einen Slot gehabt in seinem Arkus. Also für die schwarzen Quarze. Und wir haben bei Ash gesehen mit seinem Leuchten, als er da kontrolliert wurde oder als er irgendwie so komisch drauf war, dass er eben auch diese schwarze, lila Aura um sich herum hatte. Also ist das auch ein Zeichen von dem schwarzen Septid, was wir da gespürt haben? Ist es also eine Zeitmanipulation? Das wäre auch nochmal zu klären von den Fachleuten unter euch. Wir werden sehen. So, du... Genau, du bist nur dazu da, um... Oh, was haben die Hitpoints? Nee, der Zauber hat einfach nur so wenig Schaden gemacht. Okay. Dann musst du doch ganz normal hier agieren. Strike! There! It's mine! Yes! Ich muss hier doch mal den Breakweg gehen. Let's go! Radical Design! Leave it to me. Sind die gegen irgendwas empfindlich? Ja, gegen Wind. Super. Arc is activate. It's my turn. Yeah. All right. There. Very well. There! It's mine! Yeah! So, Ixion Walt mit Deathblow. Let's go! Okay, das war ja ganz okay. Lohnt sich das mit Break hier überhaupt noch? Nö. Wir haben jetzt nämlich Zero Order. It's my turn. My turn. My turn. All right. Okay, der Skorpion hat sich verliebt in Kurt. Our chance. An opening.
Yeah, that was perfect. So, ich habe ja die Erfahrung gemacht in dem letzten Dungeon bei dem Dunkeldrache, dass es sich einfach doch eine Weile hinzieht. Es waren zwar immer wieder unterschiedliche Kämpfe und mir persönlich hat es auch Spaß gemacht, aber dann wirklich 4 Stunden Let's Play zu zeigen von diesem Dungeon alleine, das fand ich dann doch ein bisschen öde, rückblickend. Und deshalb muss ich das hier leider anders machen. Oder was heißt leider? Ich halte es für sinnvoll, dass ich hier eine Menge Kram rausschneide. Also auch Kämpfe, die ihr noch nicht gesehen habt, werden rausgeschnitten. Im Prinzip läuft es auch immer gleich ab. Interessante Sachen bleiben drin. Und dann machen wir jetzt hier dies nochmal zum Abschluss. Einen Kampf und dann werden wir uns erst in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn irgendwas Gesprächstechnisches passiert oder so, mal gucken. Was haben die denn hier drauf? Oder der? Wissen wir nicht. Ich will mal das machen mit Gold Dragon anzufangen. Kostet zwar alle BP. Roar! Gold Dragon Formation! Aber wir sind jetzt immer kritisch dran. Dachte ich. Very well. Oder war es 50% mehr Schaden für kritische Sachen? Nein. Ha. Mal gucken. Auf jeden Fall ist er eingefroren. There. Ich will jetzt hier meine BP wieder haben. It's mine. Leave it to me. Und dabei auch CP yeah. sammeln. Now. Too slow. It's my turn. Ja doch, ist schon sehr oft kritisch, was wir ja machen. An opening! I'm up! Ha! Now! It's mine! Let's go! Na, jetzt ist er doch relativ schnell wieder dran. Strike! Und wieder eingefroren. Achso, nee, der ist ja kein Bossgegner, der bleibt ja lange eingefroren. There! Er sieht zwar groß aus wie ein Bossgegner, ist aber keiner. Too slow. Let's go. Sit. It's down. It's mine. So, dann kann ich nämlich, wenn Juna auf 200 CP ist und ja, Kurt auf 200 CP ist, dann kann ich mal die Party wechseln. My turn. There. It's my turn. My turn. Uch, er ist gar nicht mehr eingefroren. Jetzt heilt er sich wieder. Der Sack. Let's go. Raging Fire Formation. It's my turn. Leave it to me. Gegen was ist er empfindlich? Gegen Gold habe ich nicht anzubieten. Nehmen wir Grün. It's my turn. Tja, da muss ich doch noch mal ein bisschen an der Break-Schraube drehen. Roar! Helix Strike! Now! It's mine! Und ist er wieder eingefroren. My turn. Soll sich mal was Wärmes anziehen, so geht das doch nicht. Leave it to me. Yeah! Now, let's keep going. Yeah, I did it! Ja, wenn es so weitergeht, dann sind wir alle noch Level 60, wenn wir uns im Endkampf stellen. Achso, genau, Truhen. Sehe ich die hier auf der Map? Ja. Da sind hier bestimmt noch viele interessante Sachen drin. Gut. Dann würde ich sagen, blende ich euch jetzt mal aus und wir sehen uns dann morgen wieder. Also bis dann. Tschüss.